Ja, hallo, ich begrüße euch. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Gladen. Neben mir ist der Timo und der wird uns ein bisschen was zu den Neuheiten von der Firma Gladen erzählen, weil er kennt sich damit ziemlich gut aus. Timo, schieß mal los. Neu ist unser DSP-Soundprozessor 4-to-6. Im vergangenen Jahr hatten wir neu ein Highlight, ein 6-to-8, unser digitaler DSP. 6 Eingänge, 8 Ausgänge. DSP 4-to-6 verwaltet 4 Eingänge und 6 Ausgänge. Ist etwas preisgünstiger wie unser 6-to-8 aus dem Vorjahr, das Vorjahreshighlight, zum Preis von 349 Euro. Und als Besonderheit haben wir hier die Regelbarkeit mit einem einfachen Poti zur Lautstärkeregulierung von der Main Volume, von der Subwoofer Lautstärke. Trotz, dass ich unser Steuergerät, das RCD, anklemmen kann, das auch relativ groß ist, das aber auch ein Display mitbringt und das Ganze etwas einfacher bedienbar macht. Besonders ist hier, dass ich gleichzeitig zwei Potis anbringen kann, um die Lautstärke zu regulieren. Mhm. Für Subwoofer und für die Gesamtlautstärke direkt. Ich verwalte mit dem 4-to-6 insgesamt, wie gesagt, 6 Kanäle. Und als Option gibt es den 4-to-6 auch mit einem digitalen Eingang. Okay. Ab wann ist das Gerät lieferbar? Ende März. Ende März. Das hat einen Preis von 350 Euro, hatte ich richtig verstanden? 349 Euro, ja. Okay. Was hast du noch Neues von uns? Wir haben die Ergänzung zu unserem bestehenden DSP-Soundprozessor. Die Besonderheit ist, dass wir für die modernen Fahrzeuge, wie wir es nachher auch im Auto dann hören werden, digitales Bluetooth-Audio-Streaming ermöglichen. Heißt abgekürzt bei Mosconi dann AMAS. Das ermöglicht uns mit einem Bluetooth-Standard EDR 2.1 die Musik direkt vom iPod, vom iPhone, vom Android-Handy ohne Datenverlust in den 6-to-8, in den DSP-Prozessor zu streamen. Der Hauptvorteil liegt ganz klar, bei modernen Fahrzeugen lässt sich die Head-Unit nicht mehr auswechseln. So habe ich die Frage oft vieler Kunden, wie kriege ich hochwertiges Audio in dieses Fahrzeug? Ist wahrscheinlich auch für Kunden mit dem Oldtimer vielleicht ein Thema, richtig? Sehr gut. Das Thema ist, dass ich ja die 6 analogen Eingänge beim 6-to-8 nach wie vor verwalten kann. Über eine intelligente Triggerschaltung lässt sich das nachher dann im Menü programmieren, dass ich diese 4 digitalen Eingänge darüber schalten kann und dann die Möglichkeit habe, mit dem Bluetooth Audio Streaming Modul mein Handy unsichtbar im Fahrzeug, also der 6-to-8 ist ja nicht sichtbar im Auto verbaut, mit meinem Handy nachher ohne Datenverlust, also in perfekter Audioqualität Musik hören kann. Okay, die Einstellung und die Verwaltung läuft nach wie vor über USB wahrscheinlich, über eine Software auf dem Laptop. Mhm. Gut, ist es geplant, dass es irgendwann auch eine App gibt, um das Ganze zu konfigurieren? Ja, also wir bieten an für Android-Handys 2. und 4.0 Standard. Die können mit einer App die Grundfunktion des Geräts bedienen. Da ist ein Balance Fader drin, da ist die Subwoofer-Lautstärke, Gesamtlautstärke und Mute mit drin. Ich kann auf 4 Presets zugreifen über diese App. Ersetzt im Grunde genommen unser Display, das wir dazu anbieten. Basieren aber auf Android, nicht auf iPhone und Apple-Geräte. Modernes Audio-Streaming, Bluetooth-Audio im unkomprimierten Datenformat. Das ist das Autoradio 2.0 für die modernen Medien. Vor allem, wenn ich jetzt ein moderneres Fahrzeug habe, wo die werkseitig verbaute Head-Unit nicht mehr so einfach auszutauschen ist, stellt sich die Frage, wie ich meine Musik unkomprimiert denn wiedergeben kann. Voraussetzung ist, ich mache hochwertige Lautsprecher ins Auto, mache eine Endstufe ins Fahrzeug, lässt sich über das Bluetooth-Mediengerät, nehmen wir iPod, iPhone, iPad, die Musik plötzlich direkt in unseren 6-to-8 DSP-Prozessor streamen. Der Vorteil darin liegt, dass ich klanglich ohne Komprimierung auf digitalem CD-Niveau bin. Der Luxus daran ist, dass ich die ganzen werkseitig verbauten Systeme belassen kann. Ich kann Radio hören, ich habe die Verkehrsnachricht, die nach wie vor eingespeist wird. Ich habe die Verkehrssituation, die ich dann höre, die Freisprecheinrichtung ab Werk, die eingeblendet wird. Das Einparkpiepsen wird gehört. Die Navi-Ansage wird eingeblendet. All die Dinge sind nach wie vor erhalten und in dem Moment, wo ich am iPad oder am iPhone Play drücke, habe ich den Luxus, unkomprimiert die Musik genießen zu können.
einzig alleine muss ich einen Platz finden im Fahrzeug, wo ich den iPod mit anbinde, mit installiere. Eine Nebenfunktion unseres 6-8 mit AMAS-Schnittstelle ist, dass wir eine Freisprecheinrichtung mit anbieten.